Heute treffe ich André. André hatte vor rund einem Jahr seine Transplantation und ich bin nicht nur gespannt auf sein Ergebnis, sondern ich bin auch gespannt, wie es André in Istanbul gefallen hat. André, hi. Hey, yo. Wie geht's dir? Ganz gut. Und dir? Super. Perfekt. Also erstmal freut mich, dass das mit dem Interview heute noch geklappt hat. Und ich muss zu Anfang direkt mal sagen, ich finde es immer wieder aufs Neue phänomenal, dass man Leute sieht, die eine Transplantation hatten, bei denen man wirklich überhaupt nicht merkt, dass da Haare verpflanzt worden sind. Also das sieht bei dir phänomenal aus. Danke sehr. Also ich bin auch damit mehr als zufrieden. Also ich spreche ja ganz oft mit Leuten, die eine Transplantation hatten und ich bin wirklich immer wieder aufs Neue begeistert, weil man sieht es einfach nicht. Man sieht es einfach nicht. Also du bist wahrscheinlich auch mit deinem Ergebnis zu 100% zufrieden, oder? Mehr als wirklich. Vielen lieben Dank dafür, für richtig geile Ergebnis. Wirklich vielen Dank an Elite hier. Die haben tatsächlich das Beste getan und ich bin mega zufrieden. Ja, perfekt. Also das freut mich. Also wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich finde es immer wieder erstaunlich. Ja, die meisten Leute denken wahrscheinlich, ja, ich sage jedes Mal, das Ergebnis ist phänomenal, aber es ist tatsächlich so. Ja, es ist tatsächlich so. Wie war es denn bei dir mit dem Haarausfall? Wann hat das angefangen oder wie hast du bemerkt, dass deine Haare ausfallen? Also jetzt bin ich 30, ne? So ja. Mit 24 ungefähr habe ich gemerkt, dass irgendwas da nicht stimmt. So, weißt du, einfach nur da so die Haare auseinander gemacht, so geschaut, so wie viel sind da noch übrig und so. Und irgendwie war es immer so weniger und weniger und ja. Weniger. Und ich habe mir schon gedacht, so irgendwas muss ich machen. So, okay. Ne? Und jetzt bin ich 30. Vor 9 Monaten haben wir die HT durchgeführt. Und ja, also jetzt sieht es auf jeden Fall so aus, als wenn ich gar keinen Geheimratsecken je in meinem Leben hatte. Ja, perfekt. So ist es. Gab es denn so eine bestimmte Situation, wo du gesagt hast, hey, da hat mir irgendwie jemand gesagt, hey, du hast schon ein bisschen Haarausfall oder Geheimratsecken. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, so, das war ja schon nicht so cool? Ja. Und zwar, das war meine Frau. Deine Frau? Ja, die hat mir das die ganze Zeit gesagt, ey, bei dir fallen die Haare aus. Echt? Ja, ja, klar. Und das ist natürlich auch, also ich liebe meine Frau über alles und so. Und, Gott sei Dank, wenn ihr jetzt zuguckt, ja, die weiß Bescheid. sie ist aber hundertprozentig ehrlich mit mir und ja. Sie sagt natürlich, also wir sprechen quasi offen Klartext. Miteinander, ja. So Klartext. So, und sie hat mir das auch darauf angewiesen sozusagen. Und ich habe ihr gesagt, ja, irgendwann werde ich das machen. So, ich habe darüber schon mal gelesen, so da ein bisschen gelesen, dies ein bisschen gelesen. So, und da hatte ich wirklich so immer so einen bitteren Beigeschmack, weil ich einfach nur Angst hatte, das durchzuführen, das zu machen. So. Okay, kurze Frage. War die Angst berechtigt, die du damals hattest? Du warst ja jetzt in Istanbul, hast deine Haare machen lassen. Wie ist es dir da ergangen? War das berechtigt oder? Also, natürlich nicht, ne? Ja, das heißt natürlich. Also, es gibt ja natürlich auch Leute, die andere Erfahrungen gesammelt haben als du. Also darüber bin ich richtig froh, ne, dass ich tatsächlich das jetzt bei Elite hier gemacht habe, weil ja, wenn ich das woanders gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich eine andere Resultate bekommen, ja. So, weißt du so. Und bei Elite hier muss ich sagen, das hat alles zu 100% geklappt. So. Ja. Erstmal die Anreise, dann wird man abgeholt, dann ins Klinik gefahren, mit Dr. Balvi gesprochen, so alles, wirklich alles erklärt bekommen, wie das Ganze ablaufen wird. Und ab diesem Moment hat man keine Angst mehr, hat man keine Bedenken mehr. Man weiß zu 100%ig, okay, das wird jetzt richtig gut ablaufen. So, schon ab da. Ja, nee, das ist ja auch ein wichtiges, es ist auch eine wichtige Situation, dass du halt auch das Gefühl hast, hey, du bist hier ja, in einer sicheren Klinik, die machen das gut. Da ist Know-how dahinter, da ist Kompetenz dahinter und die beherrschen einfach ihr Handwerk. Das ist ja unfassbar wichtig, auch für den Patienten, gar keine Frage, gerade bei einem operativen Eingriff. Wie war es bei dir damals so? Hat es so ein bisschen an deinem Selbstbewusstsein geknackst, dass du Geheimratsecken hattest oder wie war das für dich? Also ich muss sagen, also die Menschen, die sagen, ja okay, ich habe jetzt keine Haare, Glatze und so, juckt mich alles nicht. Ich glaube, die lügen. Also weil für jeden Mann sind die Haare wichtig, ne? Also ja. Auf dem Kopf. Zu 100%. Ne? Ja, da gibt es ja auch immer viele Leute, die sagen so, ja, nee, ach, du, mir macht das gar nicht so viel aus, dass ich da eine Geheimratsecken habe. Die versuchen das mal zu kaschieren. Aber du sagst aus deiner eigenen Erfahrung, du hattest ja selber Geheimratsecken. Ja, ja. Also du sagst auf jeden Fall, die Leute, die ja, sich die Haare, sag ich mal so, zur Seite stylen und versuchen, ihre Geheimratsecken zu kaschieren, die haben ganz klar ein Problem. Ja, also das weiß ich, weil ich so war. Ne?
Ich habe ein paar Kumpels, die auch so sind. Ja. Die sagen zwar alle so, ja, so wichtig ist es mir doch nicht und dies und das. So, aber und da würde ich jetzt mal einsteigen. Was ist mit den Kumpels los? Warum trauen sie sich nicht, diesen Schritt zu wagen und auch eine Transplantation zu machen? Ich glaube, die warten noch ein bisschen ab, dass noch ein bisschen mehr was abfällt von dem Kopf. Ja. Und das war jetzt natürlich nur Spaß. Ne? So, aber ich glaube, viele haben tatsächlich Angst, dass das versaut wird, okay. Dass die Ergebnisse, dass, weil letztendlich, ne, die Haare, die kommen ja nicht von ungefähr, das sind ja auch deine eigenen Haare, so. Ja, nee, absolut, das verstehe ich, aber Stichwort, weil ich meine, deine Kollegen haben dich jetzt auch gesehen mit diesem mega geilen Ergebnis, warum, aus deiner Sicht, warum fehlt da noch dieses gewisse, ja, diesen gewissen Ruck bei denen, dass die sagen, hey, ich mach das jetzt auch? Einer hat schon gemacht. Okay, krass. Und was, hast du noch mehrere Leute, wo du sagst, hey? Also wirklich viele, die mich jetzt gesehen haben und so, die gucken so. Echt? Hast du Haare gemacht? So, nein, das kann doch nicht wahr sein. Das sieht aber echt natürlich aus und ja. So. Das ist. Aber schön zu hören, dass tatsächlich einer deiner Kollegen dann schlussendlich auch gesagt hat, hey, sieht so gut aus, ich mach's auch. Ja, hat er wirklich gemacht. Also der ist sogar Anfang 20 so, mhm. Und hat gesagt, ja, okay, Geheimratsecken, ja, ich bin noch zwar jung und so, aber warum nicht? Genau, warum perfekt. Nicht? Und da will ich jetzt nochmal einen abschließenden Satz haben. Was würdest du den jungen Leuten vor allen Dingen mit auf den Weg geben, wenn sie halt frühzeitig Haarausfall haben? Nachdem du jetzt eine Transplantation hattest? Also Leute, ich würde wirklich jedem empfehlen, der jung ist und Haarausfall hat, nicht mehr lange zu warten, sich einfach nur richtig geile neue Haare machen lassen, so ein geiles Ergebnis bekommen und richtig geil glücklich damit sein. Das war's von mir. Schönen Tag noch.